Servus Leute, willkommen zu einem neuen Video hier aus Kempten. So fängt schon mal an. Ja, so fangen wir heute auch an, ne? Ja? Ah, okay. So, wir haben schon angefangen. Ja. Was geht ab, Leute? Servus, wunderschönen guten Tag. Wir sind wieder am Start und widmen uns heute einem Thema, das den Tobi beschäftigt. Ja, sehr beschäftigt. Beschäftigt sich sehr. Was ist das Thema, Tobi? Ich habe kein Auto mehr. Das ist eigentlich der Worst Bitter. Case, ne? Ja, ist ein bisschen ein paar Sachen in der Planung schiefgelaufen. Deswegen brauche ich jetzt relativ schnell wieder ein neues Auto. Und wir schauen uns heute mal ein... Wir schauen uns mal was an, weil wir haben glücklicherweise gerade tatsächlich ein Auto da, das zumindest mal in die engere Auswahl für dich fällt. Ne? Ja. Wir können ja mal vorlaufen, dann mal gucken. Es ist grundsätzlich so, dass, wonach du suchst, damit die Leute mal eine Idee haben von dem... Ja, also ich bin jetzt zweimal in A4 gefahren hintereinander. Ja. Nach meinem das war jetzt auch der letzte, ne? Ja. A4 Allroad. Allroad. Weil er so viel... Allroad fährt. Allroad. Allroad. Ja. Ja. Nee, davor war es ja der T6 Multivan war das und dann habe ich zweimal den Allroad gehabt und jetzt, ich will schon wieder so ein Kombi haben, deswegen... Und warum? Warum? Einfach, damit man Sachen ins Auto reintun kann. Also Familienplanung, alles Familienplanung. Klar. Und wissen wir noch Bescheid. Und mein Freund hat einen Hund, der soll natürlich auch Platz im Auto der haben, deswegen kommt schon mal ein TT nicht in Frage. Aber trotzdem sportlich oder ich sag's einfach nur so, es muss einfach Es soll schon mindestens 200 PS haben, dass irgendwas vorwärts das geht. Das haben wir heute. Mehr als das. Und Diesel oder Benzin ist egal. Aber es sollte auch ein bisschen was innen drin schon sportlich aussehen. Ja, ja Leute. Da haben wir schon Tobis neuen, oder? Hier. Da, bitte? Tobi, das ist der neue. Das ist mein neuer. Der wär's doch, oder? Ja. Sportlich, passt ein Hund hinten rein. Ja. Über 200 PS. Über 200 PS. Sieht stylisch von innen aus. Ja. Ja. Bisschen rote Farbe. Rote Farbe, ja. Das Video zu Ende. Fertig. Na, also, Leute, danke, dass ihr dabei wart. Ne? Abonnieren nicht vergessen. Ja. Ne? Dann gibt es beim nächsten Mal noch mehr spannende Themen. Also, ja. Wir gehen mal darüber. Wir stehen natürlich ganz zufällig jetzt hier. Ganz zufällig. Wir haben ihn ganz zufällig hier geparkt. Denn wir haben heute einen, das muss man aufpassen, das ist richtig sein, einen Seat Leon Cupra STR. Oder RST. RST. RST, ne? Was denken wir, Tobi? Erster Eindruck, erster Blick. Ist ein schönes Auto, ne? Ja. Aber weiß, ich weiß nicht, ob... Ganz ehrlich, gefällt mir. Ja? Ja, taugt mir. Ich persönlich finde, dass das Kupfer mit dem Schwarz besser harmoniert. Wir sind ja mal den Cupra R gefahren, also die, sagen wir dann, die kompakte Version davon, ne? Wir können mal zeigen, wie der aussah. Der war nämlich schwarz. Und deswegen sage ich jetzt an der Stelle schwarz, aber ist, glaube ich, nicht so wichtig. Ne? Aber für Tobi ist natürlich jetzt hier die ST-Version, also die Long-Kombi-Version, eigentlich schon mal eine gute Basis. Ne? Ich glaube, der fährt sehr gut. Wir haben ja sogar Pilot Sport Cup 2 Reifen drauf, also Grip ist auf jeden Fall da. Ist am Start von Michelin. Ne? Da haben wir schon mal richtig was Schönes dabei. Die R-Version hat hier so ein bisschen Carbon, ne? Ja. Heckspoiler. Spoiler, wenn ich... Nee, darf ich nicht sagen, ne? Heck... Spoiler. Spoiler. Komm, jetzt sag mal ganz schnell Spoiler-Sound und... Spoiler-Sound, super. Was super. 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 Diffusor. Auch Carbon-Optik. Auch Carbon. Oder Echt-Carbon. Ja, das ist Carbon mit Vierrohr. Ne? Und echte Vierrohr. Und echte Vierrohr. Echte Vierrohr, ja. Er klingt gut, ja, glaube ich. Machen wir schon an. Machst du mal an? Ja. Golf-R-mäßig, ja. Ja, ist okay. Das ist ganz also geil. So ungefähr Golf-R-Niveau, aber man ist ja auch ein Kombi hier, ne? Also ich sag mal, zu dem Auto sportlich Auto angemessen. Gut, ja. Ja, absolut. Zum Auto echt gut. Doch. Wollen wir dann mal fahren, dass wir mal ein Feeling dafür kriegen? Ja, ich mein, wir können den Innenraum noch mal kurz angucken. Ah. Oh, Beats. Er hat die Beats-Soundsystem. Innenraum gefällt mir gut, ne? Ja, ist alles wieder so, ist eigentlich, glaube ich, genau gleich wie der Cupra R, ne? Vom Innenraum. Alles schön schlicht, dunkel, Alcantara, Schwarzglanz, Kupferfarbe. Schaut schön aus, ne? Und dann dieses angetäuschte, wie sagt man denn, Carbon-Look. Carbon-Leder, wie auch immer, ne? Ich mag das. Also es macht schon was her, finde ich. Ja, finde ich auch. Wir gönnen uns jetzt einfach mal eine Spritztour. Vorher aber noch ein bisschen schöne Bilder. Ja. Tobi, steigen wir aus, komm.
Ja, hallo. Ja, hi. Na? Ich warte hier nur. Ciao jetzt, mach's gut. Ciao Jens. Tschö. Auf wen warte ich denn? Auf dich, steig ein. Komm, komm's rein. Was ist dir jetzt so im Innenraum wichtig bei einem Auto? Wir müssen mal dazu sagen, nicht, dass die Leute das immer falsch verstehen, weil das ist immer so gefährlich mit dem Tobi kaufen als Auto. Du willst es, glaube ich, nicht kaufen, du möchtest es leasen. Ne? Leasen finanzieren, eins von beiden. Was mir wichtig ist, erstmal ein großer Bildschirm hier drin. Das sollte auf jeden Fall haben. Einigermaßen gutes Soundsystem. Automatikgetriebe, Automatikschalthebel. Keyless Go ist mir wichtig. Die Schaltpedals hinten dran. Ein Farbdisplay hinten drin. Benutzt du die Schaltpedals tatsächlich? Bist du ein Schalter? Ne? Bin ein Schalter manchmal, ja. Bin so eher so ein sportlich agiler Fahrer. Ja. Komm, jetzt machen wir mal an, dass wir mal schon mal losrollen. So. Machen wir hier mal. Das ist ein kalt. Ne, kalt nicht, aber 18 Grad brauche ich jetzt auch nicht bei 2 Grad Außentemperatur. Ja, egal. Wollen wir halt die Autos durchgehen, die du gefahren bist? Was war das, wo wir uns kennengelernt haben? Hattest du ein S3, ne? Nein, wenn wir uns kennengelernt haben, hatte ich ein Audi A3 1,9 TDI mit 105 PS war das damals. Da hatte aber so ein Sportpaket, kein S-Line, es war ein ganz komisches Sportpaket damals. Und dann war es ein Audi S3 mit Uptuning, das war ein richtig, richtig geiles Auto. Der hat mega viel Spaß gemacht. Dann war es ein Audi A3 2,0 TDI, Sportback war das. Echt? Ja, den hatte ich auch mal. Kann mich gar nicht daran erinnern. Doch, ich weiß, ich habe den gekauft und dann finanziert damals. Bin ich mit dem nach Spa gekommen, ein Überraschungsbesuch damals, GP2. Da dachte ich, was hast du jetzt für einen Leichenwagen gekauft? Ja. Und nach dem A3 Sportback kam der A4. Ja. Dann kam ein Jahr der RS6. Das war damals, ja. Ach so, von Matthias, ne? Der war von Matthias, der Audi. Da war's der Chef. Da war der Chef. Da war's ein der Jahr Chef. Lang Audi RS6 gefahren. Ist natürlich schon schwierig, wenn man mal sowas mal gefahren ist, dann wieder umzusteigen, ne? Wenn man mal die Leistung gewöhnt ist. War schon ein tolles Auto, muss man echt sagen. Und dann bin ich wieder den A4 gefahren, der stand immer noch auf dem Hof. Und dann bin ich den fertig gefahren und dann habe ich mir ein Auto gemietet, eben jetzt das letzte Jahr. Erst der T6 Bus und dann die 2 A4. Und jetzt ist. Kommt mal was Neues wieder. Aber ich will es mal längerfristig mal was haben, nicht nur jedes halbe Jahr. So, was findet man gut innen? Was findet man schlecht innen? Also mega gut finde ich das Lenkrad. Muss ich echt sagen, bin mega überrascht von dem Lenkrad. Ja. Sehr wertig. Schaut auch wertig aus mit dem Alcantara. Jetzt können wir mal Gas geben hier. Jetzt. So, 50, 60. 170, 180, 190, 300. Ja, wir haben noch gar nicht gesagt, ne? Also motortechnisch haben wir hier 300 PS drin. Ja, das geht gut. Golf R Motor. Unser Lieblingsmotor mittlerweile. Ja. Fahren wir viel in letzter Zeit, diese vielen Modellen. Das Auto gibt es ja auch nicht so oft, ne? Muss man auch sagen. Also dieses Auto so in der Variante ist ja auch nicht günstig. Der kostet um die 50.000 Euro, glaube ich. Ja. Heißt natürlich auch, dass auch Leasing nicht so günstig ist. Ne? Also mag vielleicht sein, dass es cool ist. Was hat denn der jetzt eigentlich runter hier? Machen wir da was drauf? Sehen wir das? Wolltest du da gucken, ne? Und vor allem, was ich auch nicht sehe, Drehzahlmesser. Wo ist der Drehzahlmesser? Der muss doch bestimmt jetzt. Du musst mal hier auf View verstehen. So, jetzt. Da haben wir nur die Drehzahl. Dann nochmal. Alles Classic. Haben wir jetzt eigentlich hier soundtechnisch? Können wir doch bestimmt mal noch jetzt hier. Sind wir doch, glaube ich, noch nicht hier auf voll, oder? Also Komfort, kennen wir alle so, ist natürlich die leiseste Variante. Oh, jetzt hat er mich. Jetzt kommt ein bisschen, ne? Machen wir mal den Check. Noch gehen, ne? Dann machen wir mal noch die. Aber ist jetzt Sport nur? Ja, ist auch nur Sport. Jetzt noch. Also bin ich auf M, ja, muss ich M selber schalten. Jetzt muss mal bitte. Du hast ja gesagt, du schaltest jetzt selber. Das ist auch so ein Hobby-Racer hier, oder? Was machen wir? Weißt du, ein Safety-Car-Restart. Ein Safety-Car-Restart. Oh, zu früh geschalten, ne? Ich sehe den Drehzahlmesser nicht. Ja, wo ist der? Der ist wieder weg. Seid ihr wieder? Ah, da habe ich ihn. Mein Junge, wo
schaltest denn? Du fährst auf jeden Fall die Spritsparvariante. Ja, ich bin so ein, eher so ein sportlich agiler Fahrer. Du bist so heiß aufs Schalten, dass du einfach, ja, du schaltest einfach nur, damit geschalten wird, ne? Wollen wir mal wechseln? Weißt du, wie lange es her ist, dass ich mal mehr PS gefahren bin als 300? Das ist echt lange. Jetzt fahren wir mal oben rechts ran. Darfst du schweren Herzens auch mal fahren? Ich will auch mal fahren. Du wirst halt nichts. Jetzt hast du halt vom Meister gelernt, jetzt kannst du natürlich alles schon. Jetzt weiß ich natürlich, wie es geht, dank dir. Ja. Das ist echt gut. Ja, war auf jeden Fall mega. Muss man sagen. Ist das deine Sitzposition? Ich hab einfach nichts jetzt verstellt, bin einfach so gefahren, wie es drin stand. Ich bin zum Beispiel, ich mag es gern, wenn das Lenkrad näher bei mir ist. Ich würde es am liebsten so hier haben, ne? Schau mal, jetzt hast du gut eingefahren auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall gut eingefahren. Es ist schön warm hier. Du hast jetzt wieder nur auf S gestellt, oder? Ist auf S? Nein. Nicht so schnell. Cooper. Als. Ja. Der hat gemerkt, dass du. Der hat Sitzerkennung, der hat gemerkt, dass du dran hockst und dass du der. Ich schalte so gerne, Tobi. Er hat's gesagt, wir blenden es nochmal kurz ein. Tatsächlich? Bist du ein Schalter, ne? Bin ein Schalter. Deswegen hat das Auto das gemerkt und hat bei dir manuell gemacht. Bei mir hat er gesagt, S passt. Okay. Ja. Krass. Oder er hat gesagt, pass auf, der schaltet jedes Mal bei 4000. Jetzt mache ich nicht mehr mit. Die ganze Leistung da verschenkt. Mal Tunnel. Nein. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, für mich wäre der Cupra R das schönere Auto. So, ich finde den kompakt, ich finde kompakt steht dem irgendwie besser. Das ist halt so ein bisschen Octavia RS in noch ein Ticken sportlicher, ja. Wobei das halt ein Auto ist, das ja unfassbar gut sich verkauft, ne? und auch super ankam. Ne? Das hat, glaube ich, wir haben mal ein Video gemacht damals, hat irgendwie über 500.000 Leute haben sich das angeschaut, ne? Wo wir auch so waren. So, das schätzt man einfach mal, wenn man so in einer, ich sag mal, auch in so einer gewissen Blase lebt, aber das ist auch echt cool, das dann zu sehen, was da so viel Begeisterung da ist. Was sagt ihr jetzt zu deinem Gefühl zu dem Auto? Ich muss echt sagen, ich bin positiv überrascht von dem Auto. Weil ich finde den Motor klasse, für das Auto echt eine solide Leistung, liegt überraschend gut auf der Straße, Sound ist in Ordnung für die heutige Zeit. Ja. Also was ich sehr geil finde, ist das Feedback, was man in der Lenkung hat. Ja. Ich finde, der gibt einen super, also der wirkt super angenehm, obwohl es ja so ein Kombi ist, der wirkt super gut abgestimmt irgendwie. Ja. Ist das straffer, nicht so schwammig wie normalen Kombi. Ja, nicht so schwammig. Also das ist echt, das fühlt sich echt gut an. Es gibt ein saugeiles Gefühl irgendwie im Lenkrad, ein schönes Feedback, hat natürlich auch dann ordentliche Reifen drauf, das macht natürlich auch was aus, aber so vom Feeling her, merkst du den langen Radstand gar nicht so? Nee, nicht wirklich. So Optik von außen, würde ich sagen, das ist so, das ist es, oder? Von außen, ich finde von hinten cool. Ja. Nur von vorne erinnert mich halt der Wagen immer noch zu sehr an den Leon. Ja. Und das ist das einzige Manko, was mir halt nur ein bisschen nicht so gefällt. Aber ansonsten ist das Auto top, muss man echt sagen. Ich finde jetzt wenig negative Punkte, wo ich sage, ist jetzt wirklich ganz schlimm, wo das Auto komplett schon aus meiner Auswahl rausnimmt. Was sich auch gut anfühlt, sind die Bremsen. Ja. Ich vorne aus der Einfahrt rausgefahren bin, da habe ich erstmal kurz verschrocken, weil ich so kurz gebremst habe. Weil die guten Biss haben, ne? Ja, weil die echt mega guten Biss haben, kann ich mal überhaupt nichts sagen. Hast du jetzt so ein paar rausgesucht, die du dir mal anguckst? Ja, ich schaue mir auf jeden Fall nochmal ein A4 an, weil die einfach top solide Autos sind. Da kann ich gar nichts dagegen sagen. Die haben schöne Innenausstattung und wenn du einen guten Motor hast, dann bist du auch recht happy. Dann ein A6, wie er gerade vor uns fährt, würde mich auch noch interessieren, halt dann für längerfristig. Weil ich finde gerade den alten finde ich immer noch wunderschön. Mhm. Da gibt es, glaube ich, gute Angebote, weil da müssen vielleicht noch ein paar vom Hof. Jetzt, wo der neue da ist, kriegst du halt ein top ausgereiftes Fahrzeug.
Und ein Ateca fahre ich von euch jetzt mal noch Probe. Der würde mich auch noch interessieren und jetzt halt den noch. Aber den Cupra. Den Cupra, ja. Cupra Ateca, genau. Ja gut, ist ja im Prinzip gleicher Motor, alles relativ ähnlich. Ist halt einfach nur die Frage, willst du ein bisschen mehr SUV-Form? Ja. Oder willst du mehr kommen? Brauche ich jetzt persönlich nicht. Ich bin jetzt beim Bus relativ lang oben gesessen. Nee, der ist ja auch gerade noch den D18-Bus hier. Ja, den fahre ich gerade viel. Macht auch Spaß und vor allem, ich finde es ja witzig, wie die Leute mal gucken. Ja? Ja. Mir ist einmal passiert, ich wollte mit dem RS6 mal einen auf cool tun, habe ihn, ich habe ihn gerade 2 Tage gehabt, dann habe ich, weiß gar nicht, wie ich dabei gehabt habe. Dann habe ich gesagt, willst du mal einen Sound hören, oder? Sollen wir einen Sound mal machen? Will auf N schalten, drückt die Bremse, tue aus Versehen auf R und gib Vollgas. Die alte Frau hinter mir, die hat einen Herzinfarkt ihres Lebens bekommen. Und so ein Stück ist. Kurzes Stück hintergerollt oder hintergeschossen, dann kann er zum Stehen kommen. Jetzt hätte man das nie wieder, so ein Soundcheck im Stehen. Wir können ja nochmal einen Platzcheck machen eigentlich. Ne? Krünge. Schön gelingt, ey. Nee, was ist dein Fazit zu dem Auto jetzt mal noch abschließend? Also mein Fazit ist, ich bin grundsätzlich so von Seat und Cupra immer sehr angetan. Ich finde, die machen echt einen soliden Job. Wir machen einfach ordentliche, anständige Autos, die Spaß machen, die auch eine gute Mischung haben, so zwischen irgendwie nicht so over the top und trotzdem irgendwie so ein paar Features haben, die einfach Spaß machen. Ich mag sowieso das Cupra sehr gerne. Ich finde vom Handling her ihn sehr geil. Also wirklich, macht echt Spaß, fühlt sich wirklich schön an, kann was. Ich finde ihn von außen, von der Optik her, ein Ticken zu, ist einfach nicht mein Geschmack. So dieses Kombi ist einfach nicht so hundertprozentig mein Ding. Da könnte er noch ein bisschen frecher sein, aber ich glaube so alles in einem, doch ein schönes Auto. Ja. Also dann schauen wir auf jeden Fall mal, ob wir da dein Interesse geweckt haben. Mein Gefühl sagt ja nein. Ich merke schon, dass so dieses letzte Ding fehlt, habe ich so das Gefühl. Ja, vielleicht. Vor allem, du hast halt schon zu oft A4 und A6 im Mund genommen. Ja. Deswegen glaube ich, da ist schon so eine Vorentscheidung gefallen. Aber ihr könnt ja auch dem Tobi helfen. Vielleicht habt ihr ja noch etwas, was Tobi unbedingt mal fahren muss. Jetzt kommen natürlich ein paar, die sagen, hier, hol den 3er BMW oder irgendwas. Ist auch wirklich so, Leute, nicht falsch verstehen. Ich bin überhaupt nicht so, dass ich sage, der Tobi muss ein Audi fahren. Mir wäre das völlig egal, was er fahren würde. Aber dir ist nicht egal, ne? Nee, ich fahre jetzt, seit ich Auto fahre, immer Audi. Und auch schon bevor wir uns kannten, bist du ja, Audi gefahren. Ich bin immer schon vorher Auto gefahren, ja. BMW sind tolle Autos, aber mir gefällt halt ein paar Dinge nicht und bin halt mehr Audi. Das ist doch schön. Sind wir auch. Schreibt trotzdem mal in die Kommentare, was cool wäre für den Tobi. Danke euch fürs Zuschauen, abonnieren nicht vergessen, Like da lassen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, Freunde. Haut rein. Tschö. Ciao.